So, ganz kurz ein Video, warum 80-10-10 High Carb bei mir nicht funktioniert hat. Es könnte sein, dass es mit reiner Rohkost funktioniert hätte. Aber der Grund dafür ist dieser, dass halt stark propagiert wurde früher dieses Sattessen, dass es essentiell sei, sich immer satt zu essen, und ich interpretiere oder habe interpretiert Sattessen etwas anders als vielleicht andere das tun. Und das ist eventuell der Grund, warum das bei einigen nicht funktioniert und die sogar zunehmen, wie es bei mir der Fall war, auch wenn es wenig Kilos waren, aber trotz Leistungssport nach einem Jahr habe ich dann 3 oder 4 Kilo zugenommen gehabt, und da war es mir dann auch genug. Und zwar, ich nehme halt Dinge sehr, sehr ernst und sehr, sehr wörtlich, wenn solche Dinge genannt werden. Zumindest dann, wenn ich halt sehe, dass das bei den Personen, die das halt sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Dann möchte ich das auch sehr, sehr konsequent angehen, um auch so schnell wie möglich mir selber zeigen zu können, dass das bei mir auch funktioniert. Nicht um so schnell wie möglich Ziele zu erreichen, sondern um mir auch zu zeigen, dass das halt wirklich funktioniert hat, dass sich das wirklich lohnt, dem dann weiterhin nachzugehen. Deswegen versuche ich Dinge erstmal möglichst konsequent zu machen, was ich jetzt bei dem meinen jetzigen Weg halt auch für 11 Monate gemacht habe. Und jetzt mache ich es halt nicht mehr so krass, weil ich halt jetzt weiß, wie krass das funktioniert. So, und jetzt mal zum Punkt gekommen. Wie gesagt, ich interpretiere solche Dinge dann aus diesem Grund, dass ich die sehr, sehr, jetzt bin ich aus Konzept. Ich muss es ja auch nicht so kompliziert machen. Auf jeden Fall interpretiere ich aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, Dinge erstmal zumindest sehr, sehr, konsequent und sehr wörtlich, sage ich mal. Und wenn dann halt gesagt wird, satt essen, dann war das halt für mich das Gefühl, was man durch Nahrungsmittelaufnahme, also eine Zufriedenheit, die man mit Nahrung erzeugt, die aber dann halt maximal ist, also eine maximale Zufriedenheit, die man durch Nahrungsaufnahme erzeugen kann. Und was ist die maximale körperliche? Also ich habe es aufs Körperliche reinbezogen. Also für mich war Sattessen immer was rein Körperliches. Geistig bin ich eigentlich ziemlich schnell satt. Also geistig bin ich schon nach 200 Milliliter Saft satt. Dann habe ich für mich, geistig bräuchte ich eigentlich nichts mehr. Nehme dann halt meistens trotzdem mehr, weil der Körper halt sonst irgendwie nicht leistungsfähig genug ist oder irgendwas. Aber dieser Zustand der maximalen Zufriedenheit ist der Zustand, der sogenannte neutrale Zustand. Der neutrale Zustand ist der Zustand, wo der Körper nicht mehr entgiftet. Zumindest halt für eine halbe Stunde oder sowas. Also lange kann man diese Sache nicht in die Ecke drängen. Und deswegen fühlt man sich da halt maximal zufrieden, maximal Power und so weiter, weil man die Entgiftung da maximal gestoppt hat. Weil Entgiftung funktioniert 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer und dauerhaft. Und dem kann man nicht entrinnen. Man kann diese Entgiftungsschnecke halt mit Essen nur zurückdrängen in ihr Schneckenhaus, und dann kommt die halt irgendwann auf eine andere Art und Weise wieder zurück. Und das passiert das ganze Leben lang, bis wir halt irgendwann an unseren eigenen Giften sterben. Und da ich halt das so interpretiert hatte und auch aufs körperlich allein bezogen hatte, habe ich halt immer mich in den neutralen Zustand gegessen. Und das hält natürlich nicht lange, und habe dann halt dreimal am Tag gegessen, wie das halt empfohlen wird, auch in der kompletten westlichen Welt und so weiter. Und da habe ich dann dreimal am Tag komplett in den neutralen Zustand gegessen. Und wenn halt dann ständig dieses Essen, Essen, Essen ist ein immer neutraler Zustand, maximal neutraler Zustand, dann ist da irgendwann nicht mehr viel mit Entgiftung. Und Entgiftung ist halt einfach nur Müll raustragen aus dem Körper.
Und dann ist es klar, dass man zumindest über die Zeit linear halt zunimmt insgesamt, weil der Körper halt mit den Giftstoffen, die da alles in den Schleim einspeichert, nicht schnell genug nachkommt, die wieder rauszutragen, auch wenn man dabei dann halt Leistungssport macht, wie ich es gemacht hatte, fünfmal die Woche. Da kommt dann einfach nicht hinterher und das muss dann halt im Körper irgendwo eingelagert werden. Und das ist meistens gar kein Fett, das sind dann halt Schleimeinlagerungen. Man sagt auch Wassereinlagerungen dazu. Wassereinlagerungen sind einfach Schleimeinlagerungen, das sind einfach Giftstoffe, die mit Wasser, was halt zu Schleim verdichtet oder sekretisiert wurde, umlagert werden. Deswegen hatte ich damit halt auf Dauer zugenommen gehabt, weil ich mich immer maximal an drei Mahlzeiten am Tag in diesen neutralen Zustand gegessen hatte. Dafür brauchte ich dann auch wirklich ordentliche Mengen. Und irgendwann hat das gar nicht mehr funktioniert. Irgendwann konnte ich mich gar nicht mehr satt essen. Da konnte ich so viel essen, wie ich wollte. Das ging dann einfach gar nicht mehr. Und da habe ich dann für mich entschieden, dass das für mich nichts ist. Dieses maximale Sattessen zumindest nicht. Die Ratio von 80, 10, 10. Die ist schon im Grunde was für mich, weil ich Fett auch für unnatürlich halte und den Verdauungstrakt und so weiter verschleimt. Aber so ernst würde ich das jetzt auch nicht insgesamt nehmen. Aber zumindest mit dieser Propaganda sage ich mal schon fast, aber ich will es gar nicht so negativ formulieren. Ich habe es einfach nur so wahrgenommen. Mit diesem sich immer ständig satt essen, dass das total wichtig sei und so weiter, um den Stoffwechsel irgendwie wieder zu regenerieren, zu heilen, das hat für mich alles andere als funktioniert. Ja, und das ist für mich der Grund, und deswegen macht es für mich auch keinen Sinn, sich ständig satt zu essen, in dem Sinne, dass man das halt so interpretieren würde, dass man sich halt in den neutralen Zustand isst. Also, wer das halt für sich nicht so interpretiert, dass er so viel isst, dass er sich halt maximal gut danach fühlt, auch wenn er sich dann, auch wenn das den Magen halt ein bisschen dehnt und so weiter und sich dadurch erstmal nicht gut fühlt, aber das dann in Kauf nimmt, um sich danach dann halt trotzdem insgesamt besser zu fühlen, weil das halt die Rückvergiftung insgesamt stoppt. Das kann ich dann halt nicht empfehlen. Ich versuchte halt so eine Balance zu halten, dass mein Körper leistungsfähig bleibt. Und der ist deutlich leistungsfähiger als zu High-Carb-Zeiten. Und gleichzeitig, dass ich halt nicht ständig die Entgiftungsschnecke immer zurücktreibe, sodass sie im Körper halt verbleibt und irgendwann sogar anwächst. Da muss halt jeder für sich selber die Balance finden. Und das wollte ich mit diesem Video sagen. Über Fragen gerne.